Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns in der 12. Reihe der Vorlesung Chemie und werden uns heute mit dem Thema Nomenklatur befassen. Ein Thema, was meist ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, was viele auch nicht mögen, was allerdings, wenn man ehrlich ist und es sich gut genau betrachtet, ein tolles Thema ist und auch sehr wichtig, denn bereits an der Nomenklatur, sprich am Namen, können wir meist erkennen, um was für eine Verbindung es sich handelt und wie diese reagieren wird, weil ähnliche Bezeichnungen, wie es logisch erscheinen möge, zu ähnlichen Verbindungen und damit ähnlichen Reaktionen gehören. Daher ist das meines Erachtens ein ganz wichtiges und auch ganz spannendes Thema und wir fangen damit an, dass wir uns erstmal natürlich wie immer mit den allgemeinen Sachverhalten dazu befassen, ehe wir uns dann den einzelnen Aufbau des Namens anschauen, der da aus Verbindungssuffix, Länge, den einzelnen Substituenten, den Anzahlpräfix, den Positionen der Konformation und, sofern denn vorhanden, weitere Substituenten besteht. Das alles kann ein Name nach der IUPAC-Nomenklatur beinhalten. Was es genau ist, das schauen wir uns gleich an. Und gibt, wie gesagt, Aufschluss über dessen Reaktivität. Gut, fangen wir einfach mit der Allgemeinen an. Und lasst uns festhalten, dass die Nomenklatur sich damit befasst, wie denn die korrekte, eindeutige Benennung von Verbindungen zu erfolgen hat. Das ermöglicht natürlich ein genaues Benennungssystem, von dem sich bereits anhand des Namens die genaue Struktur und damit Reaktivität einer Verbindung herleiten lässt. Man könnte natürlich jetzt auch anders ausdrücken sagen, umso mehr wir die Nomenklatur verstehen, umso mehr Ahnung wir davon haben, desto eher sind wir in der Lage, anhand schon des Namens Reaktionen, Gefahren und Stoffe zu beurteilen. Die Benennung von anorganischen Verbindungen ist relativ simpel, die lasse ich ja weg. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, ein paar Spezialbenennungen. Man könnte es vereinfacht sagen, ein Zahlwort und ein Kation mit einer Partialladung eventuell und ein Zahlwort mit einem Anion. Beispiele sind zum Beispiel Eisen-3-Chlorid, Fe2Cl3 oder aber die Wasserstoffmonoxid, besser bekannt unter dem Trivialnamen Wasser. Es kommt also bei den anorganischen Verbindungen zuerst das positiv geladene Ion, das Kation, und hinterher das Anion und gegebenenfalls halt Partialladungszahlwort. Achtung, Zahlwort und Partialladung können auch weggelassen werden, wenn die Bezeichnung dadurch dennoch eindeutig ist. Ja, wie schon gesagt, die Benennung von anorganischen Verbindungen ist relativ einfach. Deswegen werden wir uns hier auf die organische Chemie stürzen, denn deren Verbindungen und deren Benennung ist deutlich komplexer und in seltenen Fällen sind die Regeln nicht anwendbar, sodass die Bezeichnung dieser Verbindung dann auswendig gelernt werden müssen, sofern nötig. Das gibt natürlich ein Problem. Eine chemische Verbindung kann in Deutschland bis zu 3 zulässige Bezeichnungstypen aufweisen. Und diese können sogar mehrere Varianten haben, sodass insgesamt sogar mehr als 3 zulässige Bezeichnungen existieren könnten. Die Typen, die es da gibt, ist der Alltagsname oder Umgangsname. Das ist der, der in der Praxis oder auch unter Nichtchemikern gebräuchlich ist. Nehmen wir Beispiel HCl. Der wird allgemein als Salzsäure oder Chlorwasserstoff bezeichnet, je nachdem, welcher Aggregatzustand vorliegt. Alternativbezeichnung. Der wird in der Praxis alternativ verwendet. Ist manchmal häufiger, manchmal seltener, hier im Beispiel von HCl eher noch selten gebraucht, das Chloran. Und dann gibt es noch den IUPAC-Nomenklator, die Bezeichnung. Und das ist technisch gesehen die korrekte chemische Bezeichnung nach internationalen Standards, die theoretisch von jedem anderen Chemiker verstanden werden muss, egal aus welchem Land er herkommt. Und HCl würde hier in dem Fall Wasserstoffchlorid heißen. Allerdings hat sich Chlorwasserstoff und Salzsäure so sehr eingebürgert im Deutschen, dass Wasserstoffchlorid einfach in der Praxis nie gesprochen wird, auch wenn das eigentlich die korrekte Bezeichnung wäre. Das heißt insgesamt, müssten wir mehrere Bezeichnungen kennen. Wir sollten auf jeden Fall die IUPAC-Nomenklatur kennen, aber manchmal müssen wir halt leider auch die anderen kennen, einfach weil uns sonst trotzdem keiner versteht, weil keiner die Nomenklatur von IUPAC bei manchen Verbindungen halt verwendet. Die einzig weltweit aber eindeutige Bezeichnung ist und bleibt erstmal die von IUPAC und nach der möchte ich die Vorlesung gerne aufbauen, weil es halt, wie gesagt, die ist international gültig ist und vor allem bei den meisten Verbindungen ist auch die, die wirklich die richtige gebräuchlich ist und die einzige, wo auch der Name wirklich dazu führt, dass wir die Reaktivität beurteilen können.
Ihr seht, hier steht noch Logo auf der Folie. Hier hätte ich gerne das EU-Pack-Logo hingeknallt. Es sieht relativ schön aus. Leider hat mir die EU-Pack das nicht erlaubt, deswegen bleibt das hier bei diesem Logo. Wenn ihr gerne mal der Zeichen sehen wollt, geht auf deren Seite. Das ist kein Thema. Aber jetzt kommen wir mal ins Eingepackte. Die EU-Pack Nomenklatur folgt immer folgendem Aufbau: Konfirmation, Position, Anzahlpräfix und Substituent, zumindest der erste. Dann kommt wieder eine Konfirmation, Position, Anzahlpräfix, Substituent 2, wenn es einen zweiten gibt. Dasselbe dann mal für den dritten, für den vierten und so weiter. Und wenn es dann keine Substituenten mehr gibt, dann Länge und Verbindungssuffix. Wie gesagt, das behandeln wir jetzt alles ausführlich im Einzelnen, deswegen auch die verschiedenen Farben, damit wir immer sehen, wo wir uns gerade bewegen. So, dass wir die in den folgenden Folien erläutern, habe ich schon gerade gesagt. Aber wir sollen vielleicht noch festhalten, das ist wichtig, dass jede Verbindung mindestens über eine Länge mit dem passenden Verbindungssuffix verfügt. Das ist die Mindestangabe. Der Rest kann, muss aber nicht, je nachdem, was wir haben. EU-Pack ist die Abkürzung für International Union of Pure and Applied Chemistry oder auf Deutsch gesagt die Internationale Union für reine und angewandte Chemie. Sprich, die gibt sich Mühe, dass wir alle dieselbe Sprache in der Chemie sprechen. Verfolgt das Ziel, weltweit einheitliche Regelungen und Bezeichnungen für die Chemie zu etablieren, um die Zusammenarbeit und Forschung zu verbessern. Denn es ist ganz klar, es ist ganz praktisch, wenn man sich über ein Thema unterhält, dass vielleicht jeder dieselbe Sprache spricht. Ansonsten muss man halt übersetzen. Jetzt stellt man sich mal vor, nehmen wir mal HCl. In Deutschen mag das Salzsäure heißen. Wer weiß, wie es, ich sage jetzt mal, boah, ja, sagen wir einfach mal Irak heißt. Und wenn nun jedes Land seine eigene Bezeichnung für die eine dieselbe Sache hat, müssen wir aber theoretisch oder jemand als Art Dolmetscher fungieren und das alles immer wieder für uns übersetzen. Um das zu vermeiden, hat die EU-Pack halt ihre Nomenklatur aufgestellt, damit wir alle denselben Begriff für dieselbe Sache haben. Und damit kommen wir jetzt schon zum Hauptthema, nachdem wir jetzt das Allgemeine so ein bisschen geplänkelt weggelassen haben, und machen uns direkt an die Nomenklatur mit dem wichtigsten aller wichtigen, dem Verbindungssuffix. Und neben der Länge ist das natürlich eine der beiden Angaben, die jeder chemische Verbindungsname beinhalten muss. Er ist auch der wichtigste Teil, denn an den können wir die hauptsächliche Reaktivität dieser Verbindung ablesen. Das heißt, Verbindungen mit gleichem Verbindungssuffix reagieren ähnlich. Machen wir das Beispiel Ethanol. Die Länge ist Ethan, das Verbindungssuffix ist Ol. Und Ol steht immer für ein Alkohol. Das bedeutet, es hat eine OH-Gruppe und reagiert ähnlich wie andere Alkohole. Oder Undecan setzt sich theoretisch aus der Länge Undeca und Verbindungssuffix An zusammen. Da hier aber Doppelvokal ist, wird es weggelassen, heißt Undecan und die Endung An steht für ein Alkan. Und diese bestehen bis auf Substituenten nur aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, die mittels Einverbindung miteinander verbunden sind und natürlich ähnlich wie andere Alkane reagieren. Das soll nebenbei auch die erste Stoffgruppe sein, mit der wir uns dann in den folgenden Vorlesungen zur organischen Chemie befassen. Denn wir können dieses Video hier sehr gut als Verbindung oder, ich sage schon besser, als Brücke nehmen zwischen der anorganischen Chemie und der organischen. In dieser Vorlesung werden wir uns der Einfachheit halber mit dem Simmelsverbindungstyp der organischen Chemie befassen, den Alkan. Wie ich schon sagte, das machen wir jetzt nur zum Zwecke der Nomenklatur. Details kommen in der Folgevorlesung Chemie 13 Alkane. Wie schon gesagt, die haben das Verbindungssuffix An. Und dieses Alkan besteht bis auf etwaige Substituenten nur aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, die mittels Einverbindung in linearen Ketten angeordnet sind. Außerdem sind hier zyklische Alkane. Die sind ein bisschen anders, aber für die linearen Alkane, die haben immer die Formel CnH2n plus 2. Das n ist halt eine beliebige Zahl. Nehmen wir zum Beispiel Methan, das hat ein Kohlenstoffatom, das heißt H muss 2 mal ein Kohlenstoffatom plus 2, heißt also 2 mal 1 plus 2 macht 4 sein, das heißt Methan hat die Formel C1H4 oder kurz CH4. Wichtig ist, dass jedes äußere Kohlenstoffatom an je ein anderes Kohlenstoffatom gebunden ist, sowie je an 3 Wasserstoffatome, während jedes innere Kohlenstoffatom an je 2 Kohlenstoffatome und je 2 Wasserstoffatome gebunden ist. Schauen wir uns mal Pentan an. Wir sehen hier, die Kette besteht aus 5 miteinander verbundenen Cs. Die inneren sind jeweils mit einem anderen C und nach oben und unten, sage ich jetzt mal laienhaft, mit einem Wasserstoff.
Atom verbunden, nur die äußeren haben dann halt auch nur ein drittes H-Atom. Methan ist die Ausnahme, einfach weil es kein weiteres C zum Binden hat, hat es halt vier Hs. Es gibt verschiedene Darstellungsformen, wobei meist die Strichdarstellung wegen der Einfachheit gewählt wird. Ihr werdet sehen, in der Vorlesung werde ich auch immer mehr dann Richtung die Strichdarstellung gehen und in der Organchemie werden wir die dann fast immer benehmen, außer wenn halt wegen Darstellungsgründen eine andere besser ist. Pentan zum Beispiel, mal in der ausführlichen Darstellung hatten wir ja schon, jedes Atom und jede Verbindung wird einzeln dargestellt. Wir können hier wunderbar genau sehen, welches Atom mit was verbunden ist. Die verkürzte Darstellung, da wird jedes C-Atom mitsamt aller daran gebundenen anderen Atomen einzeln dargestellt, aber die Atome nicht. Wir sehen also nur die Kette, sag ich mal, zwischen den Cs mitsamt aller anderen Atome, die an diese Kette gebunden sind. Die Strichdarstellung, die ist natürlich die einfachste und kürzeste, denn hier wird jedes C-Atom mit einem Punkt dargestellt und miteinander verbundene C-Atome ergeben eine Linie. Zur besseren Darstellung wird nach jedem C-Atom eine 90-Grad-Rotation dargestellt, außer wenn es aus Darstellungsgründen eine andere, bessere Darstellung gibt. Und Wasserstoffatome werden weggelassen, etwaige andere Substituenten werden drangeschrieben mit einer Verbindung. Wir haben jetzt hier drei Darstellungsformen, jedes davon ist Pentan. Gut, kommen wir damit zur Länge. Neben dem Verbindungssuffix ist das auch eine der zwei notwendigen Angaben eines jeden Verbindungsnamens. Und die Länge ist halt die Kettenlänge als die Anzahl der C-Atome einer Verbindung gemeint. Sonderregeln bei der Verzweigung schauen wir uns dann später an und viertens einzelne Substituenten. Jetzt gilt also das, was wir gesagt haben. Die Länge der Kette bzw. die Anzahl der C-Atome wird mittels der entsprechenden griechischen Zahl deklariert. Dabei wird zuerst die 1er, dann 10er, 100er und schließlich 1000er Stelle benannt. Ist so ein bisschen im Gegensatz zum Deutschen. Wir sagen ja 5728. Ja, wenn wir das quasi in der griechischen Reihenfolge sprechen würden, würden wir sagen 28, 700, 5000 ungefähr. Klingt blöd, weil wir es nicht gewohnt sind, aber so wäre hier die Benennung. So, hier sind wir die griechischen Zahlen. Ihr seht links 1 bis 9, Hen, Do, Tri, Tetra, Penta, Hexa, Hepta, Okta, Nona. Und daneben in den anderen Spalten die 10er, 100er und 1000er Stellen. Und den aufmerksamen Betrachter wird auffallen, Moment, bei den 3 bis 9, da ist immer dieselbe Silbe, wie wir es auch in Deutsch haben, 30, 40, 50 und so weiter. Genauso ist das hier. Und hier statt zig für 10 ist es im Griechischen halt konta, für 100 ist es akta und für 1000 ist es alia. Ausnahmen sind hier die 1er und 2er jeweils. 10 ist nicht hent konta, sondern deka. 20 ist cosa, 100 ist hekta, 200 ist dicta. 1000 ist Kilia und 2000 Dilia. Bei den restlichen müssen wir bloß halt die entsprechende Endung der 10er, 100er oder 1000er Stelle dranhängen. Machen wir mal ein Beispiel. Wir müssen ja, wie gesagt, von hinten nach vorne lesen und es geht auch nur um die Länge des Cs. Und der Stoff C422H846 wäre ein Alkan. Da müssen wir sprachlich also jetzt sagen 2 plus 20 plus 400. Weil wir von hinten nach vorne lesen. Also haben wir Do, Cosa, Tetra, Acta, An hin für An. Und ja, das ist eigentlich die ganze Magie dahinter. Mehr ist es nicht. Wir müssen quasi nur andersrum lesen, als wir es gewohnt sind. Natürlich auch in einer anderen Sprache. Ein paar Ausnahmen gibt es. CH4 ist Methan und nicht Hentan. C2H6 ist Ethan und nicht Dotan. Propan ist C3H8, heißt auch nicht Tritan. Butan C4H10, heißt auch nicht Tetran. Und Dekan ist halt die 11. Statt jetzt sozusagen Hendekan. Eicosan ist die 20, statt einfach nur Kosan. Oder ja, A-N dran. Und Hen-Eicosan wäre die 21. Gut, machen wir mal eine Übung zum Thema Länge. Ich habe mir hier wieder eine kleine Tabelle mal ausgedacht. Links seht ihr die Bezeichnung, in der Mitte die Zoom-Formel, rechts die Strichdarstellung. Und hier ist die Bitte, ihr mögt doch mal bitte die leeren Felder entsprechend ausfüllen, nach der EU-Pack-Benennung, wie wir es gerade gelernt haben. Und bei Verbindung mit mehr als 10 C-Atomen solltet ihr bitte auch gerne die Strichdarstellung weglassen, ihr zeichnet euch sonst einen Wolf.
Gut. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es klappt. Wünsche euch viel Glück und ich springe natürlich zur Lösung und ihr pausiert hier am besten an der Stelle. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Fangen wir bei der ersten Zeile an, da hatten wir die Strichdarstellung, die zwei Cs darstellt. Das heißt, die Summformel muss bei den Alkanen C2H6 sein. Und das ist Ethan. Bei der zweiten haben wir 9 Cs. Es muss also die Summformel C9H20 haben. Das sind ja alles Alkane, das heißt, die Anzahl der H-Atome ist doppelt so lang wie die von C plus 2. Und ein Stoff aus 9 C-Atomen heißt Nonan. Hier hatten wir Pentadekan gegeben und die Formel 5 plus 10 ist 15, muss also C15H32 sein. C20H42 war vielleicht ein bisschen fies, denn es ist ein dieser Sonderfälle, das ist Eicosan. Dann haben wir Tri-Tria-Conta-Diktan. Tri für 3, Tria-Conta 30, Diktan für die 200 und H468. So, C999, H2000, das ist wunderschön zu sprechen. Wir haben ja 9 plus 90 plus 900, also Nona, Nona Conta, Nonacta. Das A wird weggelassen wieder, wenn es doppelt ist und so weiter, wie immer. Jetzt haben wir Hen, Hexa, Conta, Hekta, Kilian. Also, wir lesen es wieder. Eine 1 von Hen, Hexa, Conta ist die 60, Hekta 100, Kilian 1000. Ist also C1161, H2324. C8548, H1798. Nein, ich weiß nicht, ob es diese Verbindung nur in der Theorie gibt. Ich habe es versucht zu googeln und so und ein paar Bücher nachgeschlagen, ich habe es nicht gefunden. Aber wenn es die denn gibt oder geben sollte, in Theorie, dann müssen wir die so benennen: Okta für 8, Tetraconda für die 40, Pentaacta oder Pentacta für die 500 und Octalian für die 8000. Das war's schon. Deswegen machen wir ganz munter mit unseren ersten Substituenten weiter. Und ja, der Begriff Substituent bedeutet so viel wie Ersatz, nicht nur in der Chemie, das finden sich in mehreren, ich glaube fast allen Wissenschaften wieder. Und der Name kommt halt daher, dass ein Atom der eigentlichen Verbindung, der sogenannten Hauptkette, durch ein anderes Atom oder eine andere Verbindung ersetzt wird. Technisch gesehen handelt es sich auch bei den reaktiven Gruppen, die das Verbindungssuffix bestimmen können, um Substituenten, aber die werden normalerweise nicht so bezeichnet, denn sie sind schon viel, viel wichtiger und höher benannt, weil sie schon die Hauptreaktivität wiedergeben. Natürlich können andere Substituenten diese Reaktivität beeinflussen oder weitere Reaktivitäten geben oder hemmen, aber das Verbindungssuffix verrät schon wirklich die wichtigste, sag mal, Verbindung, die den wichtigsten Substituenten oder, wenn es überhaupt keinen gibt, den allgemeinen Aufbau. Machen wir ein Beispiel. Wir haben Ethan und von denen wird H abgespalten und mit OH substituiert. Und damit wird aus Ethan Ethanol. Aus einem Alkan ist ein Alkohol geworden. So, was heißt das also? Wenn Verbindungssuffixe Substituenten sind, die wir aber nicht als solch benennen, dann müssen Substituenten folgendes sein. Erstens, alle anderen Reste oder reaktiven Gruppen, die weniger reaktiv sind als jene, die das Verbindungssuffix bilden. Zweitens, andere Kohlenstoffketten, die nicht zur Hauptkette gehören und sogenannte Seitenketten bilden. Und die heißen auch Seitenketten, weil sie halt bei der Benennung nicht mit drinne vorkommen im Hauptnamen. Also wir haben ja zum Beispiel Pentan, das heißt die Hauptkette ist 5 Cs lang. Und wenn irgendwo noch ein anderes C abgeht, gehört das nicht mit dazu. Das hat eine andere Bezeichnung, die schauen wir uns gleich an. Die Bezeichnung des Substituenten wird vor den ganzen Namen vorangestellt. Zum Beispiel hier haben wir Chlorethan, ein Wasserstoff ist durch Chlor ersetzt, ganz einfach Chlorethan. Und hier haben wir das an ein C, am Propan, besteht aus 3 Cs, ein weiteres CH3-Gruppe gebunden ist. Also, wenn wir so wollen, ein Methan, den ein H fehlt. Und das wird dann Methylpropan genannt. Methyl ist hier der Substituent, eine Seitenkette. Chlorethan ist ein richtiger Substituent, Methyl halt wirklich eine Seitenkette.
Bei Seitenketten wird an das Zahlwort YL als Suffix angehängt, wie im vorigen Beispiel halt nicht Methanpropan, sondern Methylpropan. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Was ist die Hauptkette und was die Nebenkette bei verzweigten Verbindungen? Das ist eine einfache Frage, die aber immer komplexer werden wird während der ganzen Vorlesung und wir werden auch gleich sehen, warum. Denn es gibt folgende Regeln, die die Stammkette festlegen. Allerdings werden die meisten erst bei mehreren Substanzen wichtig. Wir schauen uns trotzdem erstmal an. Höchstpriorität, um festzustellen, was die Hauptkette ist, das ist die Verbindung, die die größte Zahl an Mehrfachbindungen enthält. Bei einer C-Kette. Zweitens, wenn erstens nicht hilft, dann müssen wir schauen, die größere Zahl von C-Atomen. Hilft das auch nicht weiter, schauen wir die größere Zahl von allgemeinen Doppelbindungen. Kommen wir damit auch nicht weiter, weil es immer noch uneindeutig ist. Dann schauen wir, wer den niedrigsten Lokantensatz für die Mehrfachbindung hat. Lokantensatz klingt kompliziert, bedeutet aber Folgendes, wenn wir dann beim Thema Anzahl sind, dann werden wir sehen, von wo an wir zählen müssen, welche Positionen den Substituenten zugewiesen werden. Und der Lokantensatz sagt einfach, möglichst niedrige Position. Der niedrigste Lokantensatz, Lokantensatz einfach nur quasi ein Wort für die niedrigsten Positionen. Ist das immer noch nicht eindeutig? Dann schauen wir, wer die niedrigsten Lokantensatz, die niedrigsten Positionen für die Doppelbindungen. Ist es immer noch nicht hilfreich? Schauen wir, wer hat mehr Substituenten? Haben alle gleich viele Substituenten? Schauen wir, wer hat den niedrigsten Lokantensatz wieder für diese? Ist es immer noch eindeutig? Dann nehmen wir das, was den alphabetisch geordneten ersten Substituenten hat. Und sollte es dann immer noch nicht eindeutig sein, dann ist als allerletzte Bestimmung, wo es auf jeden Fall eindeutig ist, den niedrigsten Lokanten für den alphabetisch ersten Substituenten hat. Das sind die neuen Regeln, nach denen wir hier quasi vorgehen müssen. Wie gesagt, technisch gesehen fangen wir jetzt aber erst mit dem ersten an, die anderen kommen automatisch dazu, wenn wir den Rest anschauen. Hier, das wäre zum Beispiel richtig, die längste Kette besteht hier aus 4 C-Atomen, mit einer Seitenkette, die aus einem C-Atom besteht, darum heißt die Verbindung Methylbutan. Butan ist die Hauptkette aus 4 C-Atomen, ein CH3 zweigt ab, das ist dann Methyl. Falsch wäre zu sagen, ja Moment, ich gehe hier quasi um die Ecke, weil wir können das ja auch anders darstellen, wir können ja auch das, was hier bei der falschen Darstellung quasi jetzt um Ecke ist, gerade zeichnen und einfach diese rot gezeichnete Gruppe dranhängen, senkrecht oder waagerecht, wie auch immer wir es darstellen, das ist ja nur eine andere Darstellung. Das wäre aber falsch, denn es wird eine Kette aus 3 C-Atomen betrachtet, an der eine Seitenkette mit 2 C-Atomen hängt. Und das ist falsch, denn wir können hier eine Kette aus 4 C-Atomen bilden. Und damit haben wir die Pflicht zu schauen, aha, es gibt hier keine Mehrfachbindungen, also müssen wir uns fragen, was ist die längste Kette an C-Atomen? Und das ist nun mal 4 ohne Unterbrechung. Deswegen wäre Ethylpropan falsch, zu sagen, ja, Hauptkette mit 3 C, Nebenkette mit 2 C. Das ist vollkommen falsch, das bitte wieder streichen. Wir haben hier eine Kette bestehend aus 4 C-Atomen, an dem ein CH3 hängt. So, das war die Theorie dazu. Jetzt sollt ihr das mal bitte üben. Links habe ich euch ein paar Sachen gezeichnet oder bei Hören dann mal aufgeschrieben. Mit der Bitte, die Taxonomie entsprechend drunter zu schreiben. Und rechts als zweitens das Gegenteil, da habe ich euch einen Namen gegeben und ihr solltet mal bitte zeichnen ein bisschen. Ich wünsche euch viel Erfolg, nutzt die Regeln, die wir gerade gelernt haben und dann solltet ihr damit eigentlich auch weiterkommen. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Erstens A, ich habe das mal jetzt alles mit den lila gekennzeichnet, die Substituenten, ist Methylpropan, wir haben eine Kette aus 3 Cs und da hängt noch ein CH3 dran. Bei B haben wir eine Kette aus 4 Cs, das ist also Butan und einmal hängt Fluor dran, ist also Fluorbutan. Bei C, das habe ich mit absichtlich etwas verwirrend gelegt. Ihr seht, das schwarz dargestellte ist die lange Kette aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 C-Atomen, also Oktan für 8. Und da hängt eine Methylgruppe dran, also einmal CH3, das Methyl, Methyloktan. Hier wäre es falsch gewesen zu sagen, wir nehmen das waagerechte, die 6 Cs, und haben Hexan und dann hängt noch 1, 2, 3 Cs dran, hätten wir Propylhexan, wäre eine mögliche Bezeichnung, die wäre aber falsch. Weil die Abzweigung nach unten bildet eine viel, viel längere Kette. Und wir müssen immer die längste Kette wählen. Außer wenn es halt Doppelbindungen gibt. Haben wir hier aber nicht. D. C34H69I.
Gut, Leute, jetzt zu urteilen können, ja, wir wissen nicht, ob die verzweigt sind. Ich gehe davon aus, ihr nehmt an, dass das linear ist. Dann ist es Jod, Tetratriakontan. Bei E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist die Hauptkette, ist also Heptan. Und da hängen noch eine Gruppe mit C3, CH2, CH2, Cl dran. Also zwei C-Atome und ein Chlor. Das heißt Ethyl schon mal, weil zwei C-Atome die Nebenkette ist. Und da hängt noch Chlor dran, also Chlorethyl, so heißt der Substituent. Und Heptan ist dann die Hauptkette. Warum? Wir könnten nicht anders zählen, egal ob wir von links oder rechts zählen würden und dann nach unten gehen würden, hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 C-Atome. Und das wäre halt niedriger als unsere jetzige Hauptkette mit 7 C-Atomen. F ist einfach nur noch so ein bisschen mehr Nennung üben, wenn es linear ist. Das ist dann Chlor, Hexacosa, Hexaacta, Dilian. So, zweitens A. Das sollte mit Hyaluronan gezeichnet werden. Ja, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, ihr habt eine Hauptkette aus 9C bestehend und irgendwo geht davon eine Methylgruppe ab. B wäre Fluorethan, ist auch relativ einfach, ein Strich und irgendwo hängt dann ein F dran. C ist Ethylheptan, also eine Hauptkette bestehend aus 7 Cs und irgendwo hängt dann eine Ethylgruppe dran, CH2, CH3. Wichtig ist allerdings, dass ihr die natürlich so ansetzt, dass sie nicht die Hauptkette bildet. Und das geht eigentlich so gut wie nur in der Mitte, wenn es ganz eindeutig sein soll. Jod-Oktan ist auch einfach, 8 Cs und ein Jod dran. E ist Methylnonan. Ja, egal wie man es jetzt darstellt. Es muss eine Hauptkette sein, bestehend aus 9 Cs und eine CH3-Gruppe. So, Fluormethylhexan ist das letzte. Hexan ist wieder die Hauptgruppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisschen blöd dargestellt, weil hier der Knick fehlt. Ging auch nicht anders. Und da muss eine Methylgruppe dranhängen. Und an dieser wiederum ein Fluor. Dann haben wir den Substituenten Fluormethyl und die Hauptgruppe Hexan. Damit kommen wir zum Thema Anzahlpräfix. Und gibt es mehrere gleichartige Substituenten, so gibt das Anzahlpräfix an, wie viele von dieser Sorte vorhanden sind. Wie bei der Länge mit der Anzahl C-Atomen wird auch bei dem Anzahlpräfix der Substituenten die lateinische Zahl vorangestellt. Also, hier nehmen wir das Beispiel, wir haben ein C-Atom von Ethan, wo statt den 3 Hs 3 Cls dranhängen, 3 mal Chlor. Und das ist dann halt Trichlorethan, also 3 Chlorethan. Oder nehmen wir stattdessen keinen normalen Substituenten, sondern eine zweimal eine Seitenkette, die abgeht von der Hauptkette Pentan mit 5 Cs, jeweils eine Methylgruppe. Dann ist es Dimethylpentan, weil zwei Methylgruppen von unserer Hauptgruppe Pentan abgehen. Ja, das ist am besten, wenn man es ein bisschen übt, quasi selbe Aufgabe wie gerade eben. Nur ein bisschen schwerer, weil jetzt das Anzahlpräfix verwendet werden muss. Ich wünsche wieder viel Erfolg, pausiert das Video an der Stelle wieder und ja, ich springe natürlich zur Lösung. Bei 1a. Hier haben wir eine Verbindung bestehend aus 7 C-Atomen, deswegen Heptan und da hängen zwei Methylgruppen dran, also zweimal Methylheptan, aber wir sagen natürlich nicht zweimal im Deutschen, sondern neben Griechisch Di und deswegen heißt das Dimethylheptan. Bei B ist das ähnlich, die Hauptkette besteht aus 4 C-Atomen, deswegen Butan, und da hängt 4 mal Fluor dran, statt 4 mal Fluor sagen wir halt Tetrafluorbutan. Bei C, das war ein bisschen tricky, weil hier muss man erstmal feststellen, was war die Hauptkette, das ist der schwarz verzweigte Pfad, der besteht aus 7 C-Atomen, ist deswegen Heptan, und da hängen zwei Ethylgruppen dran, deswegen ist es Diethylheptan. Bei D, da haben wir 11 C-Atome, die die Hauptkette bilden, also Undekan. Und da hängt 3-mal Jod dran. Es muss also heißen Tri-Jod-Undekan. 2a. Hier sollte die Methyl-Nonan gezeichnet werden. Das heißt, Nonan ist klar. Da müssen 9 C-Atome sein. Und die Methyl, an denen hängen irgendwo zwei Methylgruppen. Wo genau? Das ist erstmal nicht so wichtig. B. Trichlorpropan sagt schon alles aus natürlich.
Propan, wir haben drei C-Atome als Hauptkette und da hängen irgendwo drei Chloratome dran. Wo ihr die dran gepackt habt, ist egal. C. Tetramethyldekan. Okay, Dekan ist schon mal klar, 10 C-Atome, Tetramethyl, heißt hier hängen 4 Methylgruppen irgendwo dran. Ich habe die jetzt mal hier dran gepackt, einfach weil es cool aussieht. D. Pentajodnonan. Nonan heißt 9, Penta 5, also 5 mal Jod drangepackt an eine neue Kette aus 9 C-Atomen, sieht dann entsprechend so zum Beispiel aus. Okay, damit kommen wir zum Thema Position. Denn oft ist die Benennung ohne das Verwenden von Position uneindeutig, das habt ihr vielleicht so in der vorigen, gerade der vorigen Übung bemerkt. Man konnte hier verschiedene Sachen zeichnen und es wäre richtig gewesen. Und das ist natürlich bei einer Nomenklatur nicht zulässig. Denn zum Beispiel Dichloretan kann folgende Struktur haben, die unterschiedlich stabil sind und daher auch unterschiedlich reagieren. Variante 1, an jedem der beiden C-Atome befindet sich je ein Chloratom. Das würde dann 1,2-Dichloretan heißen. Oder an einem C-Atom befinden sich zwei Chloridionen, an dem anderen keins. Das wäre dann 1,1-Dichloretan. Das sind zwei komplett verschiedene Verbindungen, die auch verschieden reagieren. Und da stellt man sich nun die Frage, wenn man sagt, ja, ich habe Dichlorethan hergestellt, welches Dichlorethan meinst du denn? Und daher wird bei uneindeutiger Benennung noch die Position mit vorangestellt, wobei die Position immer das C-Atom ist, an dem sich die jeweiligen Substituenten befinden. Da stellt sich natürlich die Frage, warum wird die Verbindung 1,1 und nicht 2,2-Dichlorethan benannt? Wenn ich auch sagen können, ja, oben ist das erste C-Atom, unten ist das zweite. Der Grund liegt darin, dass die Benennungsregeln für die Hauptkette auch für diese Position der C-Atome gelten. Ihr erinnert euch, Thema Lokantensatz. Bei Mehrverbindungen wird geschaut, welche Summe der Position, je nachdem von wo man zählt, die kleinste ist und so wird dann positioniert. Gleiches gilt für die Substituenten. Die Summe aus 1 plus 1, hier in unserem Fall bei Dichloretan, ist kleiner als von 2 plus 2, weshalb bei dem C-Atom mit den beiden Chloratomen angefangen wird zu positionieren. Hätten wir das jetzt andersrum gemacht, hätten 2,2-Dichloretan, wäre es falsch, denn die Summe wäre 4, wenn wir die Position addieren würden. Das heißt, wenn ihr alle Positionen vergibt und summiert die, müsst ihr die möglichst kleinste Summe haben. Hier mal ein falsches Beispiel. Wir haben hier Pentan, an denen zwei Methylgruppen dranhängen und wir fangen angenommen an von rechts zu zählen. Das heißt, am dritten C-Atom wäre eine Methylgruppe und am vierten C-Atom. Und wir würden sagen, das ist 3,4-Dimethylpentan. Und das wäre falsch, da die Summe der Position mit Substituenten 3 plus 4 gleich 7 ist. Und wenn wir andersrum zählen, haben wir 2 plus 3, das ist 5. Deswegen sieht es richtig so aus. Wir zählen von links und sagen, Moment, nicht an dritter und vierter C-Position, also an dritter, vierter C-Atom, sondern am zweiten und dritten C-Atom, auch Position genannt, befinden sich die hier in Methylgruppen, es ist also 2,3-Dimethylpentan. Und das wäre auch die richtige Benennung, denn Position 2 plus Position 3 macht 5 und das ist kleiner als die andere Benennungsmöglichkeit, nenne ich es mal mit 3 plus 4 gleich 7. Immer so positionieren, dass die Substituenten möglichst kleine Nummern haben. So, das müsst ihr jetzt üben. Und ja, selbe Aufgabe wie immer. Links habt ihr die Zeichnung, rechts habt ihr die Benennung. Und ihr sollt mal bitte jetzt das alles machen und natürlich auch die Position mit benennen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ist ein bisschen schwerer, gebe ich zu. Schauen wir mal, ob ihr es hinkriegt. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung mit 1a. Würden wir von rechts zählen, dann hätten die Methylgruppen die Position 5 und 6. Zählen wir von links, wie es richtig wäre, wären es 4 und 5. 4 und 5 ist kleiner als 5 und 6. Deswegen heißt die Verbindung 4,5-Dimethylnonan. B. Zählen wir von rechts, haben die Chlor-Substituentenatome die Position 1 und 2. Von links gezählt wäre es noch viel katastrophaler, wäre 3 und 4. Deswegen heißt es 1,2-Dichlor und dann die Kettenlänge 4 C-Atome Butan. C. Hier ist es auch wieder günstiger von rechts zu zählen. Und wir haben dann hier an der Position 2 zwei Methylgruppen und an der Position 7
zwar nochmal zwei Methylgruppen. Das heißt, wir haben 2,2,7,7. Tetra sind ja vier insgesamt. Methylgruppen, Methyl, Tetramethyl. Und dann die Länge der Hauptkette, die besteht aus 10 C-Atomen, Dekan. Deswegen haben wir 2,2,7,7 Tetramethyldekan. D. Gut, ziehen wir von rechts, werden wir feststellen, ist der Lokantensatz am niedrigsten, denn wir haben dann in Position 1, 3, 4 und 2 mal an der 8 je ein Jodatom. Die Hauptkette ist 9 C-Atome lang, deswegen Nonan. Wir haben 5 mal Jod, also Penta-Jod-Nonan und davor noch die Position 1, 3, 4, 8, 8. Penta-Jod-Nonan. So, bei 2 hatte ich wieder den Namen vorgegeben und ihr solltet zeichnen. Heptan, das heißt, wir zeichnen erstmal eine Hauptkette bestehend aus 7 C-Atomen. Trimethyl, 3 Methylgruppen sollen wir dran packen und zwar in die Position 2, 3 und 4. Das heißt, wir zählen irgendwo, wo wir angefangen haben, die Kette zu zeichnen, Position 2, 3 und 4 ab und zeichnen dann eine Methylgruppe dran und sind damit durch. B. Das sollte Butan gezeichnet werden. Das ist kein Problem, eine Hauptkette aus 4 C-Atomen. Denn dann sollten noch 6 Fluoratome dran gezeichnet werden, und zwar 3 an Position 1 und 3 an Position 4. Ja, das sieht so aus, quasi am Anfang und am Ende jeweils 3 Fluoratome. C. 5,5-Diethylnonan. Nonan, also Hauptkette aus 9 C-Atomen. Und an der Position 5, quasi genau in der Mitte, hängen 2 Methylgruppen dran. Ethylgruppen dran. Das sieht dann so aus. D. Hier sollte 2, 6, 8 Tri-Jod-Undekan gezeichnet werden. Undekan, das heißt also, aus 11 C-Atomen besteht die Hauptkette. Und an Position 2, 6 und 8 pappen wir einfach ein Jod dran. Das sieht dann so aus. Gut, mit dem Thema Position sind wir jetzt zwar durch, aber wir werden sie weiterhin brauchen, denn wir erweitern es jetzt noch um Thema 7, die Konformation. Unter der Konformation wird eine spezielle Ausrichtung verstanden. Klingt erstmal kompliziert, aber ich zeige euch gleich, was das ist. Denn Konformation kann verschiedene Strukturen beschreiben, was wir im Detail zumindest in späteren Videos machen, aber allgemein können wir sagen, steht Cyclo ganz voran vor der Bezeichnung. Dann wissen wir, es handelt sich hier um Ringsystem. Das heißt Kunststoffe, die in einem Ring statt einer linearen Kette angeordnet sind. Hier zum Beispiel haben wir einen Ring aus 6 C-Atomen und das ist nicht Hexan, sondern Cyclohexan. Steht Cis oder Z vor einer Verbindung, dann befindet sich am Ring oder an einer Mehrfachbindung zwei Substituenten und stehen diese in einer 3D-Anordnung auf derselben Seite, dann heißen die halt oder wird Cis oder Z für die Verbindung gestellt und das ist dann zum Beispiel hier in dem Fall Cis-1,2-Dichlorethen. Wird nicht bei Einfachbindung verwendet, außer bei Ringsystemen. Anders ist bei Trans, das ist wie bei Cis. Das heißt, haben wir zwei Substituenten an einer Doppelbindung, oder also an einer Mehrfachbindung oder an einem Kreis. Und die stehen nicht geografisch in der 3D-Anordnung in dieselbe Richtung, sondern entgegengesetzt. Sagen wir so, der eine zeigt nach Norden, der andere nach Süden meinetwegen. Ja. Dann setzt man ein E oder Trans davor, um zu zeigen, dass sie halt quasi sich entgegensetzt an dem Molekül befinden. Hier in dem Fall hätten wir dann Trans-1,2-Dichlorethen. Nach vorne gestellt wird in der Regel mit so einem dunklen Keil dargestellt und nach hinten, ist aber in Anführungszeichen unsichtbar, wenn man von vorne drauf schauen würde, wäre dann so diese gestrichelte Pyramide. So, ehe wir noch eine Übung machen, erstmal die weiteren Substituenten in die Konformation. Das ist zu einfach, finde ich, das kriegt ihr auch so locker hin. Und wenn wir jetzt sagen, es gibt Substituenten, wir hatten ja bisher gehabt, dass immer nur dieselben sind, auch wenn es halt mal mehr davon waren. Aber was ist, wenn jetzt verschiedene sind? Da hängt Chlor und Jod dran. Und das ist eine Möglichkeit, die durchaus oft vorkommt. Und in dem Fall wird die Benennung etwas schwieriger. Denn wie immer wird zunächst die Stammkette benannt, doch bei der Benennung der Position der Substituenten müssen dann die Regeln 8 bis 9 eingehalten werden. Und achtens, nochmal zur Erinnerung war, bei Mehrdeutigkeit von 7 alphabetisch geordnet ersten Substituenten und falls das nicht reicht, dann noch den niedrigsten Lokanten für den alphabetisch ersten Substituenten. Falsch wäre zum Beispiel zu sagen, das hier wäre 1 Fluor, 3 Chlorpropan. Richtig wäre 1 Chlor, 3 Fluorpropan. Warum?
weil Chlor vor Fluoralphabet steht. Und deswegen bekommt das C-Atom hier, das Chlor gebunden hat, die höchste Priorität mit der 1. Ansonsten wäre es quasi ja, ich sag mal, uneindeutig. Bei Verbindungen mit vielen verschiedenen Substituenten wird so eindeutig die Hauptkette und die Position der Substituenten bestimmt. Und unabhängig dieser Regeln werden jedoch die Substituenten nach alphabetischer Ordnung ohne Anzahl präfixter Verbindung vorangestellt. Im vorigen Beispiel führt dies zum selben Ergebnis, da die Bindung nach Regeln 8 und 9 automatisch alphabetisch ist. Aber ich zeige euch mal ein Beispiel, was ich meine. Das hier ist eine saukomplexe Verbindung. Hier hat man teilweise schon Probleme, überhaupt die Hauptkette zu finden. Die Hauptkette hier wieder schwarz dargestellt. Und damit man den Namen mal versteht, habe ich es farblich gemacht. Das wäre 2,5-Dimethyl, 3-Chlor, 4, Klammer auf, 1-Ethylpropyl, Klammer zu, Nonan. Voll kompliziert, gebe ich zu. Das wäre falsch, denn hier haben wir uns nicht an die alphabetische Benennung gehalten. Wir wären hier gegangen, hätten gesagt, okay, wir nehmen die niedrigsten Positionen. Und der Witz ist ja, wir müssen trotzdem diese Position nehmen, aber von der Benennung her benennen wir zuerst alphabetisch. Ihr seht, die Positionen hier sind eindeutig, dieselbe Verbindung, dieselbe Position. Aber Dimethyl, man muss die Anzahl Präfixe lassen, Methyl quasi, fängt mit M an. Und Chlor fängt mit C an, Ethyl mit E. Das heißt von der Benennung her der Substituenten, erst Chlor, weil es mit C anfängt, dann Ethylpropyl, weil es mit E anfängt und dann Methyl, oder hier in dem Fall Dimethyl, weil das Methyl mit M anfängt. Und deswegen hätten wir hier als Name 3-Chlor, 4, Klammer auf, 1-Ethylpropyl, Klammer zu, 2,5-Dimethylnonan. Also nochmal den Unterschied deutlich zu machen, die Positionierung erfolgt nach den Regeln. Aber damit haben wir dann eindeutig die Substituenten eine Nummer gegeben. Aber wenn wir den Namen aufstellen und uns fragen, ja, wer ist Substituent 1, wer ist Substituent 2, Substituent 3, dann ist die Position wiederum egal. Die haben wir ja schon mal festgelegt. Jetzt fängt man an zu sagen, zuerst der Substituent mit den alphabetisch ersten Namen. Und hier in der Verbindung hat zwar Methyl die kleinere Ziffer, aber Methyl kommt halt im Alphabet nach Chlor. Deswegen heißt es 3-Chlor und dann 4, 1-Ethylpropyl, 2,5-Dimethylnonan. Einfach wenn man sagt, okay, die Position haben wir jetzt korrekt vergeben nach den Kettenregeln, aber von der Benennung her zuerst das, was am Alphabet als erstes kommt, wenn man denn das Anzahlpräfix weglässt. Und ich möchte noch mal gerne auf dieses 1-Ethylpropyl drauf zukommen, weil wir das noch nicht hatten. Das hier ist quasi eine Seitenkette, die wiederum eine Seitenkette hat. Und sowas schreibt man in Klammern. Und die Seitenkette wäre ja Propyl. Hätte die keine, diese hellblaue Ethyl nicht, würde man einfach sagen 3-Chlor, 4-Propyl, 2,5-Dimethylnonan. So, nun hängt aber auch ein Ethyl dran. Und da steht auch 1-Ethyl. Das liegt daran, weil wenn wir die Seitenkette jetzt nummerieren würden, ohne die Hauptkette zu haben, dann würde an der Position 1 die Ethylgruppe sein. Man blendet also die Hauptkette dann erstmal weg, wenn wir eine verzweigte Nebenkette haben, und sagen, okay, wenn das jetzt meine gesamte Verbindung wäre, wie würde ich die benennen? Und wenn wir diese braune plus helle Verbindung benennen würden, dann würden wir die Ethylpropyl benennen. Das heißt, wir würden sie eigentlich gar nicht Ethylpropyl benennen, weil ja noch eine Verbindung dran ist. Und hier gilt halt, die Position, die mit der Hauptkette verbunden ist, ist automatisch Position 1. Und dann haben wir, aha, nach links gehen 2 C-Atome hier ab, nach unten gehen 3 C-Atome ab. Und das nach unten ist dann quasi die längste Kette und deswegen Ethylpropyl. Gut. Jetzt wird schwer, die schwerste Übung für diese Vorlesung. Auch hier bitte wieder links mal den Namen und rechts die Zeichnungen dazu. Mit all diesen Regeln, wenn ihr das drauf habt, dann habt ihr erstmal die IUPAC-Nomenklatur komplett drauf, bis auf ein paar Sonderregeln, die ihr dann aber kennenlernen werden, und neue Verbindungssuffixe, die wir auch kennenlernen werden, wenn wir dann tiefer in die organische Chemie einsteigen. Aber das führt jetzt zu weit. Ich wünsche euch viel Erfolg. Mal sehen, ob ihr alles rauskriegt. Da sind teilweise echt schwere Sachen dabei. Wenn ihr die drauf habt, Respekt, Leute. Ich springe natürlich wieder zur Lösung und ihr versucht mal mit Stift, Papier, was auch immer,
mal das zu lösen. Okay, A. Ja, eine Verbindung aus 4 C-Atomen, die gibt es nebenbei wirklich. Butan also, die ist aber in einen Kreis angeordnet. Ja, ich weiß, ist ein Viereck, aber Chemiker sagen zu allen ein Kreis oder Ring, was irgendwie Anfang und Ende, also Anfang und Ende miteinander verbunden hat. Deswegen ist das Cyclobutan. B. Ja, hier haben wir auch einen Kreis aus 6 C-Atomen, deswegen Cyclohexan. Und daran gebunden sind 3 Bromatome. Und die niedrigste Benennung wäre 1, 3, 5. Die andere wäre ja 2, 4, 6. Das ist Quatsch. Deswegen ist es schon mal 1, 3, 5. Tribromcyclohexan. Und die sind alle in dieselbe Richtung. Und deswegen Cis 1, 3, 5 Tribromcyclohexan oder Z. Das ist egal, das ist beides zulässig. C. Ja, hier haben wir eine Hauptkette aus 7 C-Atomen, deswegen Heptan. Jetzt müssen wir schauen, wo wir zählen müssen. Zählen wir von rechts, haben wir den niedrigsten Lokantensatz. An der Position 2 ist eine Methylgruppe und an der Position 5 ein Jod. Und deswegen schreiben wir, also wir schreiben jetzt nicht 2 Methyl, 5 Jod-Heptan, denn wir müssen daran denken, von der Positionierung her haben wir es schon mal richtig gemacht. Aber wenn wir die Substituenten, also die Reihenfolge, in der wir die Substituenten dann in wirklich die Verbindung reinschreiben, ist alphabetisch und Jod steht vor Methyl im Alphabet, deswegen 5 Jod, 2 Methylheptan. Das bricht nicht die Regel für den niedrigsten Lokantensatz. Der Lokantensatz bleibt ja trotzdem 7. Wir haben halt nur den Namensteil 5 Jod und 2 Methyl tauschen müssen, damit es alphabetisch passt. D. D war, ja, ich sage mal ein bisschen hardcore. Erstmal die Hauptkette finden. Und die Hauptkette ist hier in schwarz dargestellt, ist Hexan. Und jetzt ist es spannend. Wir müssen oben beim Chlor anfangen zu nummerieren. Einfach aus dem Grund, dann haben wir schon mal den niedrigsten Lokantensatz. Das heißt, wir haben dann Chlor an Position 1, eine Methylgruppe an Position 2. An Position 6 haben wir eine Ethylgruppe. Und an Position 5 haben wir eine Propylgruppe, an deren ersten Position wieder eine Methylgruppe hängt. Das heißt, wir haben Position 5 eine 1-Methylpropylgruppe. Gut, richtig positioniert, richtig benannt. Jetzt tun wir es alphabetisch noch sortieren. Wir fangen also mit Chlor an. Das ist also 1-Chlor, 6-Ethyl, 2-Methyl, 5, Klammer auf, 1-Methylpropylhexan. C, E, M und dann MP für Methylpropyl. Das ist natürlich länger, weil jetzt halt was hinten dran kommt. Das war schwer, wer das raus hatte. Respekt. Hätte auch sein können natürlich, dass man hier schon die falsche Abzweigung wählt und an Position 5 halt nicht nach rechts läuft, sondern nach unten. Wenn man sagt, ja, Moment, das sind ja auch 3 C-Atome dran. Ja, das stimmt. Wenn wir das allerdings machen, haben wir ein Problem. Laufen wir nach unten, haben wir dann nach rechts eine Ethylpropylgruppe an Position 5. Und ja, von der Benennung her wäre das halt nicht richtig. Wir hätten dann an Position 6 eine Methylgruppe. Und so hier ist die Benennung eindeutiger, denn Methyl ist vom Alphabet her ungünstiger als Ethyl. Und deswegen müssen wir den Pfad rechts gehen, damit wir da Ethyl haben. Okay, zweitens. Hier sollte wieder ein bisschen gezeichnet werden, Cyclooktan. Das heißt also, wir zeichnen einen Kreis bestehend aus 8 C-Atomen. Das ist eigentlich ganz einfach gewesen, finde ich. B ist trans 1, 2, Dichlorcyclohexan. Okay, langsam. Hexan, zyklisch angeordnet, heißt ein Kreis aus 6 C-Atomen. Position 1 und 2 legen wir fest, das ist egal dann, die müssen nur nebeneinander sein. Und da zeichnen wir 2 Chloratome dran, Dichlor. Und zwar trans, das heißt einen nach vorn, einen nach hinten, denn sie müssen verschieden geografisch ausgerichtet sein. C. 4 Fluor, 6 Ethyl, Nonan. Gut, Nonan, das heißt 9 C-Atome ist die Hauptkette. Und an Position 4 ein Fluor dran, Position 6 eine Ethylgruppe dran. Schon sind wir fertig. D. 3 Chlormethyl, 6
Klammer auf, 1-Methylethyl, Klammer zu, 5-Propylnonan. Okay, langsam. Nonan ist die Hauptkette, mit der fangen wir an zu zeichnen, da sind die neuen C-Atome. So, jetzt gehen wir das einfach von vorn nach hinten durch. Position 3, wir zählen einfach von links nach rechts oder rechts nach links, wäre hier vollkommen egal, die dritte Position an und zeichnen da eine Chlormethylgruppe dran. Das heißt einmal CH2 und CCl da noch dran. Haben wir. An Position 6 ein 1-Methyl-Ethylgruppe, das heißt eine Ethylgruppe zeichnen dran und der an Position 1, und die 1 ist halt die Position, die zur Hauptkette führt, noch eine Methylgruppe. Ist das. Gut, und in Position 5 eine Propylgruppe noch dran, also 3 C-Atome und schon sind wir fertig. So, das war das Thema Nomenklatur. Ich hoffe, es war interessant. Ihr seht, da kann man echt viel machen, kann man haufenweise Übungen machen und verschiedene verrückte Verbindungen zeichnen. Ein paar davon gibt es sogar. Und das wird uns jetzt in der organischen Chemie begleiten und das sollten wir meines Erachtens, ich rate das jeden, jeder drauf haben, der organische Chemie macht. Denn wirklich anhand dieses Namens, selbst wenn ihr keine Zeichnung habt, nur anhand des Namens, wisst ihr ganz genau, was hier wo passieren wird. Wir haben ja überall Alkane. Wir wissen ja, okay, diese Alkane sind einigermaßen Reaktionsträger hauptsächlich. Aber hey, die Substituenten, die die dran haben, die können eventuell irgendwas bringen. Und deswegen ist das ganz wichtig. Okay, mit den Worten verabschiede ich mich. Seid fleißig, habt Spaß. Ich würde mich über eine gute Bewertung natürlich freuen. Daumen hoch hilft mir natürlich auch sehr viel. Und wir machen natürlich ganz eifrig dann auch in der Chemie weiter mit der Organchemie. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, viel Glück. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut oder macht's sogar besser. Tschüss!